Leute, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Tackle im Fokus. Heute geht es um mein Arbeitsboot. Deswegen Arbeitsboot, weil unser Schlauchboot uns beim Welsangeln nützliche und wichtige Dienste gibt. Diesmal geht es speziell um mein Auslegeboot. Auslegeboot deswegen, weil ich das als Beiboot habe zu meinem großen Maxboot. Und ich möchte euch heute einfach mein Setup vorstellen. Und es ist wie immer in dieser Reihe, ich zeige euch, wie ich es mache, was ich dabei habe. Ihr holt euch das raus, was euch weiterbringt, und ihr macht im Endeffekt aber euer Ding draus. Ihr entscheidet selbst, was ihr braucht, was ihr nicht braucht. Aber ich möchte euch heute einfach meine Ausstattung und mein Setup ein bisschen genauer vorstellen. Mein Auslegeboot ist ein Zepter Ultra in der Länge von 2,70 Meter, also ist ein Boot von der Firma Zepter Sport. Mittlerweile ja, ich denke, die häufigst benutzten und bewährtesten Schlauchboote, die man überhaupt zum Welsangeln einsetzen kann. Ich selbst habe die Boote auch seit vielen Jahren im härtesten Einsatz, und ich würde niemals was anderes fischen wollen, weil die Teile sind einfach robust, haltbar und machen in der Praxis genau das, was sie machen müssen. Also ich habe das Ultra in 2,70 Meter und in diesem Fall als Auslegeboot auch mit einem Aluboden. Aluboden deswegen, weil dieses Boot komplett immer montiert bleibt. Ich demontiere das nie. Das fährt bei der Fahrt vorne auf meiner Bootspitze auf dem Max mit, auf der Autobahn. Steht, wenn ich es nicht benutze, bei mir zu Hause in der Garage. Und deswegen kann der Aluboden immer drin bleiben. Der Aluboden hat definitiv im Gebrauch seine Vorteile. Zum einen hat man eine größere Stabilität, wenn man sich im Boot bewegt, und auch die Fahreigenschaften mit einem Aluboden sind definitiv etwas besser als mit einem Luftboden, weil der Luftboden einfach aufgrund seiner Beschaffenheit immer ein bisschen nachgibt, und wenn man wirklich ein bisschen schneller fahren will, merkt man, dass das Boot bei dem Luftboden einfach unruhiger wird. Also für das Auslegeboot 2,70 Meter habe ich einen Aluboden und damit komme ich bestens klar. Des Weiteren hängt natürlich an meinem 2,70 Meter Ultra ein Motor. In dem Fall habe ich einen alten Yamaha Zweitakt. Ich glaube, der ist Baujahr 1985 oder 1987, ich weiß es nicht mehr genau. Ist ein 6 PS Motor, aufgemacht auf 8 PS. Und mit der Maschine arbeite ich schon seit Jahren. Und für mich persönlich gibt es für diese Bootslänge keinen besseren Motor. Der ist zuverlässig, springt immer an, ist im Verbrauch auch relativ komfortabel, und ich kann mich auf die Maschine zu 100% verlassen. Und was eben noch hinzukommt, mit der Leistung von 8 PS bei einem Zweitakter haben wir richtig Dampf. Das heißt, wir können auch mal ins Gleiten kommen, wir können auch mal Strecke machen, und das ist gerade, wenn man Location macht, wenn man widrige Umstände hat, bei Wind, Strömung, auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache, dass wir entsprechend motorisiert sind. Und das wäre an der Stelle nochmal ein Tipp für euch: Schaut, dass ihr euch immer lieber übermotorisiert als untermotorisiert, weil ein paar PS mehr schaden nicht. Lieber nicht ganz Vollgas fahren, aber ihr habt auf jeden Fall immer eine Reserve, die euch vielleicht auch in der Gefahrensituation den Arsch retten kann. Außerdem, natürlich, jeder Motor braucht Sprit. Ich habe den Sprittank, in dem Fall einen alten, ich denke, das ist ein Alu- oder Stahltank, keine Ahnung. Den habe ich vorne in der Spitze verbaut und habe den auch mit einer Halterung an der inneren Öse am Ultra fixiert. Und ich habe den Tank deswegen vorne, weil ich dadurch eine bessere Gewichtsverteilung habe, was mir natürlich beim Fahren die besseren Fahreigenschaften gibt, weil wenn das Boot vorne ein bisschen mehr Gewicht bekommt, ich sitze hier hinten, steuere die Pinne, dann habe ich definitiv eine bessere Fahreigenschaft und das Boot kommt schneller ins Gleiten. Also der Sascha, der in dem Fall mein Kameramann ist, hat mir gesagt, beziehungsweise hat mich aufgeklärt, es ist ein Stahltank. Sehr gut. Also ich habe hier hinten einen Stahltank, einen 10 Liter Tank. Und dadurch, dass der Stahltank natürlich in der Bootspitze steht, die Gründe dafür habe ich euch schon erklärt, muss unser Benzinschlauch natürlich die entsprechende Länge haben. Ein Tipp von mir: Schaut, wenn ihr euch das wirklich so montieren wollt, dass ihr eine komfortable, eine ausreichende Länge wählt. Weil es ist total ärgerlich, wenn der Schlauch zu kurz ist und dann irgendwie hier quer übers Boot läuft. Und wenn der Schlauch lang genug ist, dann mache ich das eben immer so, dass ich den hier beim Ultra unten quasi zwischen Schlauch
und Aluboden einklemme. Natürlich nicht so fest einklemme, dass er abgedrückt wird, aber auf jeden Fall so weit da reinschiebe, dass er beim Beladen, beim Arbeiten nicht stört. Und so habe ich auch nicht das Problem, dass ich beim Moven irgendwie irgendwann stehen bleibe, weil der Motor keinen Sprit mehr kriegt. Also das sind nur Kleinigkeiten. Ich mache das so. Ob ihr das auch so macht, entscheidet ihr. Aber das hat sich bewährt und ist aus meiner Sicht auf jeden Fall eine coole Sache so. Natürlich habe ich an meinem Auslegeboot, Hund hat keinen Bock mehr, dem ist zu warm. Natürlich habe ich bei meinem Auslegeboot auch ein Echolot montiert. Ich habe hier ein kleines Garmin mit einer soliden Geberstange. Natürlich fest verbunden, immer fest installiert. Da ist es auf jeden Fall wichtig, dass man insbesondere bei der Geberstange auf Qualität achtet. Und Qualität deshalb, dass sie einfach haltbar ist und dass man damit auch einfach mal ein bisschen schneller Boot fahren kann. Es ist total ärgerlich, wenn man eine sehr unstabile Geberstange montiert hat, die dann beim Fahren wegknickt. Ja, also ein ganz einfaches Garmin-Echolot, eine vernünftige Geberstange, die Kabel ausreichend abgelenkt, sodass man da auch nochmal variieren kann, wenn man das Echolot mit dem Geber vielleicht nochmal bei einem anderen Boot benutzen will. Ist völlig ausreichend, da braucht ihr kein High-End-Teil. Es soll ja im Prinzip nur dazu dienen, Location zu machen und die Routen entsprechend zu setzen. Und welches Echolot ich genau habe und welche Geberstange das ist, das würde ich euch gerne in einem weiteren separaten Video erklären, hier in der Reihe Tackle im Fokus. Und deswegen möchte ich darauf jetzt gar nicht weiter eingehen. So, was habe ich noch in meinem Schlauchboot? Natürlich alle Utensilien, die ich zum Auslegen brauche. Diese habe ich hier in so einer wasserdichten Plastikkiste verpackt. Das hier ist, ich glaube, das heißt Armucan von den Amis. Gibt es in verschiedenen Größen, findet ihr auf eBay oder bei Amazon. Kostet nicht viel. Das Teil ist komplett wasserdicht. Hat hier oben, wie gesagt, einen D-Ring drin. Dadurch kommt kein Spritzwasser rein. Und hier drin habe ich eben alles, was ich zum Auslegen brauche. Reißleine, Schere, also Reißleine in verschiedenen Stärken, Schere, Gummi als Hakensicherung, kleine Karabiner, große Karabiner und so weiter und so fort. Also alles Mögliche. Ihr könnt euch da auch, wenn ihr möchtet, einen Fitnessriegel reinlegen, dass ihr während dem Ausfahren, während der Waller-Session euch ein bisschen stärken könnt. Ihr könnt euch ein paar Bonbons reinlegen. Also da findet auf jeden Fall alles Platz, worauf ihr Bock habt. Hier hinten an der Geberstange habe ich meine Ausleger befestigt. Ich habe eben diese Variante von Auslegern. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie sie heißen. Der Sascha wird es mir jetzt wahrscheinlich gleich wieder sagen können. Ich bin auf jeden Fall ein Fan von diesen Auslegern, wo ich variabel mit meiner Schnur arbeiten kann. Der Sascha hat es im Video gezeigt im Waller ABC zum Thema Ausleger. Ich kann hier mit meiner alten Hauptschnur die entsprechende Länge immer abkürzen oder ablängen. Montiere dann meinen Ausleger und bin dann immer da, wo ich sein will, nämlich im besten Falle am Fisch. Also diese Montage der Ausleger an der Geberstange hat sich sehr bewährt, weil man da einfach immer direkt, wenn man am Arbeiten ist, mit einem Handgriff alles parat hat. Das kann sich eigentlich nicht verheddern. Man weiß, wo es ist. Es kann auch nichts verloren gehen. Man hat das einfach mit ein paar Wicklungen um die Geberstange gelegt und das ist so 100% safe. Außerdem habe ich hier an der Geberstange meine Lösezange, die man natürlich dann auch im besten Falle braucht, wenn man einen Fisch gefangen hat, um den Haken zu lösen. Die sitzt auch immer hier hinten sicher in diesem kleinen Spalt und ebenso fest montiert an der Geberstange ist meine Taschenlampe. Das ist hier so eine Taucherlampe, so ein Tauchermodell, hat 4 Helligkeitsstufen und das ist definitiv ganz wichtig, wenn man nachts unterwegs ist und braucht ein bisschen mehr Licht als das, was man von der Kopflampe bekommt, dann ist so eine helle Lampe immer sinnvoll. Die ist klein, die ist wasserdicht, die braucht nicht viel Strom, man kann die über USB laden und das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und ich sage euch auch, wie das Modell heißt. Das ist eine Taschenlampe der Marke Workhorse DL40. Findet ihr bei Amazon, ich habe sie auch bei Amazon bestellt. Ich kann euch auch gerne den Link dazu unten in die Videobeschreibung reinsetzen, dann könnt ihr es ganz einfach finden. Des Weiteren habe ich in meinem Auslegeboot immer Ersatzsteine. Also hier seht ihr einen Absenkstein. Ich habe auch hier einen größeren Stein, der direkt an der Montage sitzt.
Die habe ich deswegen immer dabei, weil es kann immer passieren, wenn wir eine Rute setzen, dass aus irgendeinem Grund die Reißleine knallt. Wir sind auf dem Fluss, der Köderfisch ist im Wasser oder unser Köder ist im Wasser. Und dann ist es total ärgerlich, wenn man jetzt extra nochmal zurück zum Boot oder zum Ufer fahren muss, um sich einen neuen Stein zu holen. Ebenso wichtig finde ich, dass wir ein Seil dabei haben zum Anleihen. Ich leine nicht viele Fische an und auch nicht besonders oft, aber wenn die Situation eben kommt, dass man einen Fisch anleihen möchte, ist es natürlich gut, wenn man die Sachen auch im Boot hat. Gerade wenn man in harter Strömung den Fisch gefangen hat und hat dann noch ein Stück zurückzufahren zum Boot oder zum Ufer, ist es für den Fisch und auch für euch definitiv einfacher und besser, wenn ihr den Fisch dann im Prinzip da anleint, wo ihr den gefangen habt. Ihr müsst euch natürlich dann die Stelle merken, damit ihr dann in der Nacht oder am nächsten Morgen hinfahren könnt, um den Fisch quasi entsprechend zu versorgen. Und so wie ich finde, ist ein Anleihenseil bei eurer Ausrüstung vom Auslegeboot definitiv ein wichtiger Ausrüstungsgegenstand. Wenn es mal dazu kommt, dass ihr mit eurem Boot Wasser geschöpft habt, entweder durch Spritzwasser beim Fahren oder eben wenn es stark regnet, für den Fall habe ich immer eine Schöpfkelle dabei. Die gibt es im Bootsbedarf. Ihr könnt euch auch, wenn ihr sowas nicht habt, einfach eine PET-Flasche aufschneiden. Die kann man auch mal notbehelfsmäßig zum Schöpfen von Wasser nehmen. Und um dann im Endeffekt alles Wasser aus dem Boot zu bekommen, dafür habe ich immer noch einen kleinen Schwamm dabei. Der sitzt hinten quasi im Bilgensumpf und damit kann man das Wasser eigentlich, oder damit kann man das Wasser fast komplett aus dem Bootsinneren rausbekommen. Dieses Ultraboot hat natürlich auch ein Lenzventil, das könnt ihr auch benutzen. Allerdings, um das Lenzventil so benutzen zu können, dass es eben auch lenzt, müsst ihr damit fahren. Und das ist nicht immer möglich, gerade wenn man wirklich sehr viel Wasser geschöpft hat. Und bevor dann hier die ganze Ausrüstung im Wasser versinkt, helfe ich mir dann erstmal mit Schöpfkelle und Schwamm. Und das Lenzventil kann man dann nehmen, um den letzten Rest auszuscheiden. Ich weiß, es gibt für den Fall auch solche kleinen Handbilgenpumpen und ich bin auch am Überlegen, ob ich mir so eine mal zulege. Das ist bestimmt ganz praktisch. Das heißt, man schiebt den Schlauch hier unten rein und kann dann das Wasser mit ein paar Handgriffen relativ schnell und mit Sicherheit viel schneller als mit Schwamm und Schöpfkelle rauspumpen. Das habe ich jetzt noch nicht, aber ich bin auf jeden Fall am Überlegen, ob ich mir so ein Teil mal zulege. Wenn ihr Wert auf Fotografie legt, wenn ihr ab und zu mal ein paar coole Fotos machen wollt, kann ich euch empfehlen, dass ihr auch immer noch eine kleine Kamera mit im Boot habt. In dem Fall ist das die kleine wasserdichte Lumix DMC FT5. Die hatten wir euch auch in einem anderen Video in der Reihe Tackle im Fokus vorgestellt. Da ging es komplett um die Fotoausrüstung. Hier ist das Teil nochmal. Die habe ich immer in der Schutztasche hier im Boot drin liegen. Und damit kann man eben immer mal einen Schnappschuss machen. Man kann mal einen Fisch, den man direkt wieder releasen will, fotografieren. Man kann mal einen Drill filmen. Also sie hat auch eine sehr gute Full-HD-Filmfunktion. Und das ist so ein immer drauf Gerät, was ich immer im Boot liegen habe. Und damit habe ich schon einige coole Aufnahmen hinbekommen. Und wie gesagt, wenn ihr auf Fotografie und coole Aufnahmen Wert legt, dann solltet ihr euch so ein Teil, entweder genau die oder von einem anderen Hersteller, einfach ins Boot reinlegen. Die nimmt nicht viel Platz weg und gibt euch dann vielleicht mal genau die Fotos, die man sonst nicht bekommt. Ich bin jetzt hier bei meiner Sommertour und wir haben halt einfach oftmals das Problem, dass die Ufer sehr schlammig sind oder sehr kiesig und wir sind immer in kurzen Hosen unterwegs, weil es so warm ist. Wir haben keine Gummistiefel dabei, keine Wadenhose dabei und für den Fall habe ich jetzt bei dieser Tour auch solche ganz einfachen Beachschuhe im Boot liegen, die kosten nicht viel, gibt es irgendwie im Sportbedarf für 10, 15 Euro. Die kann man anziehen, die sitzen, legen sich direkt hauteng an den Fuß an und damit kann man am Ufer rumlaufen und es ist überhaupt kein Problem, wenn ihr Steine, Schlamm oder auch mal eine Glasscherbe habt, damit könnt ihr euch sicher bewegen und das ist auf jeden Fall auch etwas, was ich jetzt bei dieser Tour oder immer, wenn ich eben keine Wadhose, keine Gummistiefel anhabe, im Schlauchboot drin liegen habe. Eine letzte Sache, die ich euch noch ans Herz legen möchte, die bei mir auch zur festen Ausstattung beim Auslegeboot oder beim Drillboot gehört, ist dieser kleine Klappanker.
Der dient jetzt in dem Fall natürlich nicht dazu, das Boot zu verankern, sondern der kann mir helfen, wenn sich ein Fisch in einem Hindernis, im Holz oder wo auch immer festgesetzt hat, mit entsprechend einer robusten Schnur dran. Den kann ich ablassen, kann damit die Schnur einfangen und kann damit im besten Falle auch den Fisch lösen. Und somit haben wir die Möglichkeit, Fische zu fangen, die normalerweise verloren gehen. Und es ist ganz klar, wenn wir Fische, die gehakt sind, irgendwo abreißen, schwimmt der Fisch mit dem Vorfach im Mund weiter, im schlimmsten Falle noch mit einer Menge Hauptschnur. Das wollen wir vermeiden. Und deswegen habe ich immer dieses kleine Teil im Boot liegen. Das nimmt nicht viel Platz weg, das ist nicht schwer, das kostet nicht viel. Der Anker wiegt 0,7 Kilo, ne? Ganz kleines Teil, aber kann euch in der entsprechenden Situation auf jeden Fall helfen, den Fisch zu bekommen. Dann bin ich schon am Ende von diesem kleinen Video angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch wieder einmal ein paar nützliche Tipps geben. Ihr wisst jetzt, wie mein Setup fürs Auslege- bzw. Drillboot aussieht. Was ihr damit macht, ist euer Ding. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit am Wasser. Und bevor ich jetzt endgültig Tschüss sage, noch der letzte Hinweis. Ihr seht, ich habe hier an meinem Ultra beide Paddel montiert. Das kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Das ist zwar manchmal ein bisschen hinderlich beim Auslegen, weil sich die Schnur drin verfängt oder weil man vielleicht auch ein bisschen unbequemer sitzt. Aber wenn der Motor mal ausfällt in der Notsituation, habt ihr mit den Paddeln immer die Möglichkeit, an Land zu kommen und euch zu retten. Und oftmals unterschätzt man die Gefahren beim Welsangeln. Es passieren immer wieder mal Dinge, die man so nicht vorhergesehen hat. Und genau für solche Momente ist man auf jeden Fall besser aufgestellt, wenn man einen Paddel am Boot hat. So, das war es jetzt endgültig von mir. Ich wünsche euch immer ein Kielbreit Wasser unter dem Boot. Geht angeln, fangt Fische und habt vor allen Dingen Spaß am Wasser. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.